Hallo, in diesem Video möchte ich auf den automatischen Export aller Bleche als DXF eingehen. Das heißt, ich habe hier eine Konstruktion, wo sehr viele Kantbleche und Stahlbleche in der Konstruktion vorhanden sind und diese möchte ich sehr schnell und einfach übergeben, damit ich diese mittels Laser fertigen kann. Dazu gibt es die Funktion alle Bleche als DXF. Dazu ist es natürlich vorher nötig, dass ich hier eine Gleichtersuche mache. Das heißt, das werde ich hier auch jetzt gleich machen. Heikart hat mir jetzt alle Positionsnummern und die Gleichtersuche in der Konstruktion erzeugt. Und jetzt starte ich auch gleich diesen Befehl. Ganz oben im Befehl sehe ich die unterschiedlichen Ausgabeformate, die ich hier definieren kann. Für mich ist jetzt aber im ersten Schritt einfach mal wichtig, dass ich hier nur die DXF ausgebe. Weiters kann ich hier im zweiten Schritt definieren meine Blechabwicklungsparameter. Das heißt, ich gehe hier einfach mal auf die manuelle Einstellung. Und man sieht hier könnte ich diese noch weiter beeinflussen. Welche Werte möchte ich ausgeben? Nach welchen Kriterien möchte ich die Abwicklung erzeugen? Aber dies habe ich bereits in anderen Videos gezeigt. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, diese Einstellung aus der Konstruktion zu übernehmen, dies manuell einzustellen oder einen Favoriten zu laden. Weiters gibt es noch die Möglichkeit, nach Filterlisten zu arbeiten, welche in der Konfiguration definiert werden können und nach gewissen Kriterien unterschiedliche Favoriten ausgegeben werden können. Das Ausgabeverzeichnis ist einfach, wo sollen die DXF hinkommen. Der Dateiname, wenn ich jetzt über dieses Feld drüber fahre, sehe ich, welche Datei ich hier vordefinieren könnte, das wäre Sheet2DXF. Wenn ich hier etwas einstelle, dann wird hier automatisch der Dateiname nach dem definiert. Diese Einstellung kann ich natürlich auch manuell tätigen, das heißt, das möchte ich jetzt auch machen. Das heißt, ich komme in den Texteditor rein, kann hier natürlich diesen Bereich zoomen, damit ich alles sehe oder auch verkleinern, vergrößern. Wichtig dabei ist, der Dateiname darf natürlich keine Sonderzeichen wie Doppelpunkt oder irgendwas machen, dann würde das nicht funktionieren. Ich kann hier meine Werte definieren, ändern, kann natürlich hier sehr einfach auch weitere Positionsattribute hinzufügen, was ich jetzt auch machen möchte. Ich möchte hier die Positionsnummer hinzufügen und habe hier dies auch noch ergänzt. Ich möchte hier noch einen Text Boss. Mittels OK sehe ich hier sofort auch den geänderten Dateinamen. Ich kann hier noch einstellen, ob ich komplett ausgeben möchte oder nur die Schnittkontur. Komplett heißt einfach alle Biegelinien, alle Beschriftungen, welche hier in den Favoriten, sprich in den manuellen Einstellungen definiert sind. Wenn ich nur auswähle, nur Schnittkontur, dann würde ich hier nur die Schnittkontur kommen. Wenn ich also auf meinem Blech die Beschriftung, sprich die Signierung ausgeben möchte, dann muss ich meine manuellen Einstellungen dahingehend ändern, dass ich sage, ich habe den Zusatztext, dieser soll innerhalb kommen, dies müsste abgespeichert werden und dann würde ich hier auch auf komplett gehen. Man müsste noch dazu sagen, ich müsste natürlich hier auch die Biegelinien und andere Punkte hier abhaken und die Zusatztexte, weil das würde dann wieder mehr Arbeit bei der Nachbearbeitung im DXF bedeuten.
Hier kann ich natürlich noch die dazugehörige DAT-Datei definieren. Diese Dateien sind grundsätzlich nur dafür da, damit man einstellen kann, welche Farbe im HiCard soll welcher Layer im AutoCAD sein. Das Format DXF oder DWG, und ich kann hier dann noch definieren, möchte ich einzelne Teile auswählen oder möchte ich alle Teile in der Konstruktion auswählen, und HiCard listet mir hier alle Dateien auf. Ich könnte hier noch einen Haken setzen, damit ich bei gewissen Teilen den Dateinamen manuell setze, und ich exportiere diese ganzen Bleche einfach mal. Am Symbol sehe ich, dass wo HiCard gerade ist, und diese Dateien werden mir hier in diesen Ordner reingelegt, und dadurch ich die Sortierung so gewählt habe, dass die Sachnummer ganz vorne ist, werden mir hier natürlich auch gleich die ganzen DXF anhand des der Materialstärke zusammensortiert, und man tut sich natürlich wesentlich leichter, diese nachträglich zu optimieren und zu sortieren. Wenn dies dann fertig ist, dann hätte ich hier noch die Möglichkeit, einen Report auszugeben, das heißt eine Stückliste auszugeben in CSV oder Textformat, und dies auch zum Beispiel für CAM-Systeme besser aufzubereiten, damit die diese ganzen Verschachtelungen besser funktionieren könnten. Dies können natürlich nur relativ wenig Programme diese Verschachtelungen automatisiert.